Hallo und herzlich willkommen bei The PCP Channel. Im heutigen Review möchte ich mit euch über die Edgun Leschi 2 reden. Ich habe sie hier im Kaliber 4,5 mm in der freien Version. Die Waffe gibt es exklusiv in Deutschland bei Ergandi und seinem Online-Shop Jabolo zu kaufen. Bei meiner Variante habe ich schon den roten Griff gegen einen schwarzen Griff ausgetauscht und ein Zweibein sowie ein Scope montiert. Bei dem Zweibein handelt es sich um einen asiatischen Nachbau des sehr hochpreisigen Akutec Zweibeins, welches so um die 400 Euro kostet. Dieser Nachbau ist qualitativ extrem gut und kostet nur 50 Euro. Als Scope kommt hier ein UTG Buckbuster mit einer Vergrößerung von 3- bis 9-fach zum Einsatz. Bei diesem Scope, so wie ihr es hier seht, sind die Montagen bereits inklusive. Es hat ein rotes und ein grün beleuchtetes Absehen und ist von 3 Yards bis 100 Yards und unendlich mit einem Parallaxausgleich versehen. Das Scope ist für die Preisklasse von um die 133 Euro erstaunlich gut verarbeitet und hat ein sehr feines Absehen, also kann ich euch nur empfehlen. Alle Produkte, die ihr in diesem Video seht, habe ich euch auch in der Videobeschreibung verlinkt, so dass ihr bei Interesse auch die Sachen so 1:1 nachkaufen könnt. Die technischen Details zu der Waffe werde ich euch hier weitestgehend ersparen. Da hat Ergandi bereits ein sehr gutes und ausführliches Video gemacht, was ihr euch bei Interesse gerne angucken könnt. Ich möchte bei euch, also in diesem Video, jetzt erstmal auf die Sachen, die mir bei der Benutzung aufgefallen sind, eingehen und ebenso die täglichen Erfahrungen mit der Waffe, die generelle Handhabung, Verarbeitungsqualität und Co. thematisieren. Dann fangen wir am besten auch gleich bei der Verarbeitungsqualität an. Ja, die Waffe ist für eine Waffe, die mittlerweile, es gab ja eine Preiserhöhung, 2300 Euro kostet, ganz gut verarbeitet, aber nicht so gut, dass sie meiner Meinung nach mit einer Steyr Pro X konkurrieren könnte. Gerade unten der Kunststoffteil, wo auch der Abzugsmechanismus und die untere Picatinny Rail dran sind, sind nicht ganz so gut verarbeitet. Also ja, alles sind hochwertige Materialien, aber gerade wenn man zum Beispiel ein Zweibein angebracht hat und die Waffe ein bisschen nach links und nach rechts neigt, dann wackelt der untere Kunststoffteil doch sehr arg. Also da hätte man sich schon eine bessere Befestigung gewünscht, weil dass der Metallteil im Kunststoffteil umherwackelt, finde ich jetzt persönlich bei einer Waffe, die 2300 Euro kostet, nicht ganz so gut. Abgesehen davon, ja, die Spaltmaße am Griff sind nicht so, es geht halt nicht das Material ineinander über und ist nicht ganz so fein verarbeitet, aber von der Materialwahl an sich ist soweit alles in Ordnung. Ergandi schreibt ja in seinem Shop auch, dass die Waffe mit leichten Beschädigungen ausgeliefert werden kann und dass sich das nicht vermeiden lässt. Meine ist soweit bis auf ein paar Kratzer hinterm Magazin eigentlich in Tip-Top-Zustand angekommen und abgesehen von den Punkten, die ich gerade schon genannt habe, gibt es hier eigentlich keine größeren Verarbeitungsschwächen. Die generelle Handhabung der Waffe ist prima, die Sicherheit funktioniert gut, der Klappmechanismus funktioniert gut, nichts wackelt, sie ist schön kompakt, man kann sie überall im Haus, wenn man jetzt von einem Schießstand zum anderen geht, wunderbar umhernehmen, also so generelles Handling und Alltagstauglichkeit sind definitiv vorhanden und ich muss auch sagen, sie gehört zu meinen Lieblingswaffen deswegen, weil sie halt einfach ja so kompakt ist und sich wunderbar handeln lässt. Auch, dass man im Prinzip jedes Teil austauschen, individualisieren, reparieren kann, ist natürlich bei der Waffe ein Riesenbonus, den keine andere Waffe auf dem Markt hat. Deswegen würde ich auch sagen, als direkter Konkurrent ist ja so die Steyr Pro X mit einem 10-Schuss-Semiautomatik und die kostet um die 2,8 oder 2,5, je nachdem, wo man sie kauft. Ist eine tolle qualitative Waffe, die auch meines Erachtens präziser ist als die Leschi. Aber gut, die Steyr hat auch einen längeren Lauf.
Aber ja, bei der Leschi kann man halt sehr, sehr viele Modifikationen auf legale Art und Weise vornehmen, was die Waffe jetzt halt schon sehr einzigartig macht. Ja, jetzt kommen wir mal zu den negativen Punkten, die mir so im Alltag ein bisschen aufgefallen sind. Also der Abzug ist leider nicht verstellbar und hat keinen fühlbaren Druckpunkt. Wenn man hier versucht, natürlich den Abzug zu ziehen und einen Druckpunkt zu finden, kommt man an den Punkt, wo man dann schon die Luft aus dem Regulator ablässt und somit natürlich das Schussverhalten nicht sehr gut ist. Also den Abzug muss man bei dieser Waffe im Prinzip mehr oder weniger schnell durchziehen, da sonst eben, wenn man den Druckpunkt sucht, Luft langsam schleichend abgelassen wird und durch das eben etwas schnellere Durchziehen kann man natürlich deutlich leichter verreißen, ja, einen Schuss verreißen, was dann auf die Präzision geht. Abgesehen davon hat der Abzug ein sehr gutes Abzugsgewicht. Es funktioniert auch alles tipptopp, alles läuft sauber. Aber hier hätte ich mir eben in der Preisklasse von 2.200 bis 2.300 Euro schon ja, einen Abzug gewünscht, der vielleicht einstellbar ist oder zumindest einen fühlbaren Druckpunkt hat. Und gerade das, wenn man eben einen Druckpunkt sucht, Luft aus dem Regulator ablässt, sollte jetzt eigentlich nicht sein. Aber ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben, falls das bei eurer Waffe nicht so ist und ich hier vielleicht einen Defekt habe, der mir persönlich jetzt noch gar nicht aufgefallen ist. Also das könnte natürlich auch sein. Ja, und des Weiteren kommen wir dann zum Nachladen. Ja, also ich lade die Waffe meistens nach, ohne das Magazin herauszunehmen. Ist alles ein bisschen fummeliger. Man gewöhnt sich mit der Zeit dran. Ich würde sagen, ist eine Geschmackssache, aber für meinen Fall ist es mit Magnetkäppchen runternehmen, Diablos laden, Magnetkäppchen wieder positionieren und so weiter, doch schon ein bisschen umständlicher als jetzt einfach bei einer Steyr Pro X das Magazin reinstecken, einmal im Uhrzeigersinn rumdrehen und das war's. Also, ja, würde ich neutral bewerten, ist Geschmackssache. Ja, das war's eigentlich auch schon fast mit den negativen Punkten. Also ich sage jetzt noch einen neutralen Punkt. Herr Gandhi hat ja angegeben, dass die Waffe mit 7,5 Joule geliefert wird. Und meine Waffe wurde nur mit 5,7 bis maximal 6 Joule geliefert. Ist für mich kein Problem, weil ich schieße auf eine Sportquantum SQ10 und ja, je weniger Joule, desto länger lebt die Anlage. Aber ja, ich habe auch Rücksprache mit Air Gandhi gehalten. Die Waffe sollte eigentlich schon mit mehr ausgeliefert werden. Da muss ich wiederum sagen, ist eigentlich auch kein Problem. Da sind Transferpucks mit dabei, wenn man möchte. Aber da weiß ich nicht, ob das legal ist. Könnte man den Transferpuck ein bisschen aufbohren? Ganz, ganz vorsichtig natürlich, damit man dann einen Transferpuck hat, der vielleicht mehr an die 7,5 Joule rankommt. Oder vielleicht ja einfach über die Webseite einen anderen Transferpuck kaufen. Vielleicht sind es auch Fertigungstoleranzen. Aber wie gesagt, wenn eure Waffe schwächer als 7,5 Joule ist, das lässt sich sehr einfach beheben. So, kommen wir nun zu einem Schusstest. Also, ich habe meine Waffe mit den Air Gandhis Finest geschossen und eben dem bekannten UTG-Scope und dem Zweibein, so wie ihr die Waffe auch hier im Video seht, und habe hier mit der Munition von Air Gandhi eine relativ gute Präzision erreicht, obwohl er gesagt hat, die ist eher nicht so dafür gedacht. Aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass meine Waffe ein paar Joule weniger hat und dann die Munition halt irgendwie dann doch besser funktioniert. Ja, wie ihr hier in dem Video sehen könnt, das ich euch eingeblendet habe, habe ich relativ flott geschossen und nicht sehr viel Mühe beim Zielen gegeben und bin meistens an der 85 bei einer Sportquantum dran mit sehr kleinen Streukreisen. Das Ganze ist geschossen auf 10 Meter. Und ich sag mal so, für eine Waffe, die gerade mal eine Lauflänge von 25 Zentimetern hat und keinen wirklich fühlbaren Druckpunkt beim Abzug, wo man einfach jedes Mal einfach durchziehen muss, sind 85 bei der Sportquantum und den Streukreisen, die ihr ja seht, echt ein sauguter Wert, wo man nicht meckern kann. Klar, man kann das Ganze natürlich noch verbessern, wenn man sich länger Zeit nimmt beim Zielen oder mit mehr Munitionssorten herumprobiert.
Aber alles in allem kann man da bei dem Schussbild und der Lauflänge und allem drum und dran nicht meckern, auch in einem direkten Vergleich mit einer Steyr Pro X. Weil Spielraum nach oben ist immer, sei es jetzt ein hochwertigeres Scope, mit der Munition rumprobieren und so weiter und so fort. Aber so wie ich jetzt geschossen habe in dem Video und in dem Setup, ist da wirklich eigentlich nicht mehr wie 86, 87 maximal zu holen. Und da ist in Werte zwischen 84,5 und 85,5 eigentlich echt top. Aber da könnt ihr euch ja eure eigene Meinung bilden. Nebenher habe ich auch noch mal kurz einen Screenshot von der Kroni-Messung eingeblendet. Das waren so die durchschnittlichen Werte, die ich mit meiner Waffe erreicht habe. So, dann kommen wir mal zum Abschlussfazit. Also, ich finde, die Waffe ist soweit gut verarbeitet, sieht sehr gut aus, ist kompakt, man kann sie wunderbar anpassen, klein und handlich, man kann sie wunderbar warten, reparieren. Ja, auch das Befüllen ist super einfach. Schön ist, dass das Manometer hinten eingearbeitet ist, dass man es jederzeit sehen kann, ohne in den Lauf der Waffe zu gucken. Ja, qualitativ könnte man noch ein bisschen was verbessern. Und ja, für meine Verhältnisse würde ich sagen, sie ist ihr Geld wert, auch wenn es noch Verbesserungspotenzial gibt an manchen Stellen von der Verarbeitung. Aber Präzision, generelle Verarbeitung, Personalisierbarkeit, ja, Handhabung und so weiter, finde ich die Waffe schon was ganz Besonderes. Und gerade wenn man auch Waffen sammelt oder sich für viele verschiedene Modelle interessiert, ist das auf jeden Fall ein Halbautomat, bei dem man auf seine Kosten kommt und viel Spaß haben kann. Wenn man es jetzt etwas größer oder vielleicht eher im Bullpup-Design haben möchte, dann ist die Steyr Pro X auch definitiv eine Überlegung wert, weil nach der Preiserhöhung bei Edgar ist die Preiskluft zwischen den beiden Waffen auch nicht mehr so hoch. Also das wäre jetzt auch eine Überlegung, die man anstellen könnte. Aber so an sich für das, was die Waffe ist in ihrer Kategorie und für das, was sie bietet, ist es echt eine coole Waffe, bei der man viele Möglichkeiten hat und die Dinge, die einen vielleicht stören, kann man bei dieser Waffe auch sehr einfach selber beheben oder anpassen. Also von meiner Seite her würde ich sagen, ich bin mit der Investition zufrieden. Ich habe die Waffe auch selber gekauft und nicht gesponsert bekommen. Ich würde sie wieder kaufen, kann sie euch daher empfehlen. Aber ich freue mich auch über eure Meinungen in den Kommentaren, werde mir auch die Zeit nehmen, die Kommentare zu beantworten und freue mich auf die Reaktion, wie euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Video. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Ciao.